Right.
auf als Marsch von den USA. Frieden mit Russland, Nord Stream 2 öffnen und wir haben hier keine Probleme mehr. Wir müssen uns daran überlegen, ob wir als Bevölkerung nicht endlich eine Volksabstimmung fordern. Und zwar sollte die lauten: Sanktionen gegen Russland, ja oder nein? Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, ja oder nein? Was haltet ihr Menschen davon? Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es nicht sein kann, dass mit deutschen Waffen irgendwo auf dieser Welt Menschen umgebracht werden, dann kommt mit uns gemeinsam auf die Straße. Eine Arbeitslosenwelle auf Deutschland zurollen wird, weil die ganzen Betriebe die ganzen Kosten nicht mehr zahlen kann. Und wenn dann ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern nichts mehr zahlen kann, dann werden diese ganzen Betriebe pleite gehen. Möchtet ihr das? Möchtet ihr weiter in einem Land leben, wo ein Herr Habeck ganz klar gesagt hat, gibt es kein Fake, also kann er auch kein Volksverräter sein. Ja, wir haben korrupte Politiker in der Regierung sitzen, wie ein Herr Scholz, der drei Finanzskandalen verwickelt ist. Jeder Mensch von uns, wenn er nicht seine Steuern zahlen kann, na, dann kommt sie, fängt euch alles weg. Und wenn das nicht geht, dann müsst ihr im Knast. Wie kann so ein Mensch überhaupt Bundeskanzler werden? Fragt euch das mal. Wir haben nur Korruption in unserer Regierung. Eine Vergiftung, fälschende Arbeit. Geld raus aus dem Bundestag. Endlich jetzt Oberbürgermeisterin von Berlin. Genau dasselbe Spiel mit Frau Baerbock. Auch sie hat ihren Lebenslauf gefälscht. Aber die Leute interessiert das nicht mehr. Weil die Politik in Deutschland machen kann, was sie möchte. Sie kennen in Skandale verwickelt sein. Die kennen Massendeals mit Firmenabwickeln, wo Millionen in ihre Tasche reinfließen und die Bevölkerung bleibt stehen. Ja? 9 Milliarden sind von deutschen Steuergeldern genommen worden, um Nord Stream 2 zu bauen. Und jetzt heißt es, der Gashahn bleibt zu. Wir fordern Nord Stream 2 öffnen, damit die deutsche Wirtschaft nicht kaputt geht. 1, 2, 3, öffnen Nord Stream 2. 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 Aber wenn
wenn du siehst, wie viele Ausländer das sind. Ne? Ja. Wahnsinn, ja? Also. Ja. Ja, ja. Dass das immer mal schief geht. Das ist ein falsches Gerät. Es gibt so ein paar Leute, die sind ein bisschen irre. Was ist denn das falsch? Naja, irgendjemand, der sich dann irgendwie meint, hier irgendwas Böses zu tun. Weil sie ist ja immerhin dann außerhalb der Demo, ne? Ich hab das letztes Mal gehabt, da hat man einen Passant in einen Schwarzen geschubst, ne? Ja.